Und damit willkommen zurück bei einer neuen Runde Sudeikin. Und ihr seht, es ist immer noch ziemlich düster hier. Denn der Angriff der Chlorier hat Spuren hinterlassen und dauert immer noch an. Sieht auch nicht gesund aus. Nee. Das sind Kumpels, die haben sie überlebt. Sehr gut. Was ist? Scheiße. Der chlorische Sturmoger. Der sieht nicht freundlich aus. Wow! Kann uns ein Schild durchkloppen, was ist das für ein Arsch? Das. Oh, jetzt ist sein Schild kaputt. Das finde ich bestimmt nicht so toll. Weg hier. Aua. Autsch. Der ist ja ganz schön heftig, der Typ, ey. Voll rein. 360. Oh, oh, das stinkt ja. Ja, genauso schlimm wie bei Harry Potter und mit dem Troll. Und ich bin nicht vergiftet, na toll. Friss das, Junge. Jetzt, so geht's. Dem hab ich gezeigt. Schau mal hinter dich. Was geht denn jetzt ab? Hallo, ich bin Tetsu. Dies ist die Stimme deiner Vorfahren. Sohn von Sudeiki, dein Weg ist dunkel und voller Gefahr, aber fürchte dich nicht. In der Stunde der Not sollst du mich rufen. Mein Diener Kariston Lupus soll dich beschützen. Schutzerschlag erhalten. Schattenrüstung mitgenommen. Cool. Und jetzt? Ich brauche deine Stärke. So, mit dem jetzt ab. Wow. Das ist ja mal fett, ey. Ja, die laufen ganz gechillt rum. Steh auf! Was ist mit dem Rest deiner Truppe, Tal? Ich bin enttäuscht von dir. Du warst verantwortlich für diese Männer. Du solltest endlich lernen, auch mal an andere zu denken. Nicht immer nur an dich, Tal. Prinzessin Eilish ist in New Brightwater. Bring sie sicher zurück zur Burg. Jetzt, wo die Akloria vertrieben sind, wirst du es wohl schaffen, auf ein Mädchen aufzupassen, was? Verschwinde! Freundlich, der Typ. Ich glaube, ich mag den. Ja, Auftrag. Ach cool, wir haben eine neue Rüstung. Wir haben Schwert von Ashuran. Der große Kriegsfürst Kariston erschüttert die Erde mit seinem mächtigen Schwert und fügt allen in Reichweite schwerem Schaden zu. Und das ist ja mal eine fette Fähigkeit, ey. Und wir haben noch ein Level abgekriegt. Und unseren ersten Bosskampf haben wir auch schon geschafft. Sehr schön. Ich denke, ich werde mal ein paar Punkte in Fertigkeit geben.
Dann können wir dann beim nächsten Mal neue Fähigkeiten lernen. Okay, dann schauen wir nochmal ins Monster-Kompendium. Sturmoger, Nahkampf. Fähigkeiten immun gegen die Zustände Betäubung, Vergiftung, Verlangsamung, Beschleunigung, Verstärkung und Regeneration und Schutz. Tipps: Nutzt Fertigkeiten in Kombi-Aktionen und greift den Oger von hinten an, um seiner Keule auszuweichen. Hm, haben wir gesehen. Und das Problem ist dann furchtzartig voll. Naja, egal. Schatten Atrix erst aus den Tiefen der schwarzen Berge wurde zur Herstellung dieser Rüstung verwendet. Die Chickens. Gut. Schauen wir mal weiter. Smaragd-Elixier. Heilsalbe. Oh, gleich mal eine trinken. Ist weiter nichts. Okay, gehen wir weiter. Jetzt ist auch plötzlich das. Das schönste Sonnenschein. Die Typen hängen zwar noch rum da, aber naja. Soll ja nicht weiter stören. Die Kiste. Wo nichts drin ist. Händler wie Jürgen kaufen euch Wertsachen ab. Wertsachen können nicht verwendet, sondern nur gegen Geld eingetauscht werden. Einige Händler kaufen bevorzugt bestimmte Waren. Wollen wir gleich mal nachschauen, was wir hier also gesammelt haben. Arkonitenschädel. Pelze. Noch mehr Pelz. Armorsplitter. Okay. Reden wir mal mit dem hier. Wollt ihr etwas tauschen? Gebt mir eure Felle. Mehr. Gebt mir mehr. Ja, ich geb dir mehr Felle. Hm. Was für ein Vergnügen, euch zu bedienen. Oh ja. Der möchte also Felle haben. Nur kann er haben. Hier noch ein bisschen Buffalo-Haut. Wolufpelze. Nein. Oder doch. Jetzt haben wir übelst viel Geld, geil. Mobiles Handelshaus. Nix drinne, schade. Dorf New Bride hatte. Oh, ein Hase. Hey, New Brightwater hat heute königlichen Besuch. Richtig, Prinzessin Eilish von Illumina ist hier vor ein paar Minuten vorbeigekommen. Sie hat sich mit ihrer Zofe über irgendwas gestritten, also habe ich sie nicht gegrüßt. Wisst ihr, wo sie abgestiegen ist? Klar. Die Gerüchteküche meint, sie würde bei Densi wohnen. Kann man nicht verfehlen. Den Hügel runter in die Ortsmitte. Ein großes blaues Haus. Interessant. Tschüss. Was ist hier? Lager der Shadani. Und es sind alles solche Tiere. Also, da werden Furry-Freunde sehr auf ihre Kosten kommen. Wer bist du? Mehr Menschen. Habt ihr ein Problem mit Menschen? Hab nichts gegen Menschen, auch wenn sie wie verdorbene Milch riechen. Ich lebe nur lieber bei meinen Leuten. Ihr scheint irgendwie nicht verärgert zu sein. Na, ich wollte Shadanimo auch nie verlassen. Und jetzt wollen die feigen Kaninchen, die mich hierher mitgeschleppt haben, bleiben und die Seeluft genießen. Puh. Hm. Also bei dem Ausblick hätte ich nichts dagegen. Ist
Ja, schick aus das Dorf. Na gut, die Bitmap-Wolken da hinten nicht so sehr, aber sonst geht's doch. So ein altes Spiel war nicht schlecht. Wer seid ihr? Zuerst ihr. Wer seid ihr? Ich bin Kalusara, die unglückliche Partnerin von Kirklin. Die ist mit dem Hasen zusammen? Wie passt das denn? Seid ihr alle gemeinsam hierher gereist? Ja, und die Reise war entbehrungsreich. Es gibt Riesenkrebse in der Wildnis, die man nur besiegen kann, wenn man sie von hinten angreift. Oh, von hinten? Wenn man sie nicht von dort angreift, ist man chancenlos. Das merke ich mir. Wollt ihr wieder zurück nach Shadanimo? Nun, wenn der Tempel nicht mehr voller übler Kreaturen ist, überlege ich es mir. Okay. Nicht rein. Hier können wir aber rein. Blackwards Dienstfeld. Seid gegrüßt, Freund! Schön, endlich vor den Wesen sicher zu sein, die den Tempel von Shadanimo heimsuchen. Erzählt mir von diesen Monstern. Es fing mit ein paar Spinnen an, aber dann wurde es immer schlimmer. Es folgte eine noch bösere Heimsuchung. Insektenartige Monster, die wir Arkoniten nennen. Haben wir nicht von denen ein paar Schädel eingesammelt? Erzählt mir vom Tempel. Der Tempel von Mo ist heilig. Dort verwahren wir heilige Artefakte wie den Shadani-Kristall. Mo Felidae überließ ihn zu Beginn des gespaltenen Zeitalters unserer Obhut. Okay. Und das Dorf jetzt verlassen? Viele weigern sich, Shadanimo zu verlassen. Mir wurde das Kämpfen zu viel, also ging ich. Okay. Aber weiter gibt's hier nichts. Nee. Und hier? Wir klauen erstmal das Geld. Kräuter und Hinweise zu ihrer Verwendung. Dieses Zelt gehört eindeutig einem Kräutersammler. Aber ist auch nur ein Bett und sonst nichts weiter. Hier noch ein Zelt. Mal die überprüfen. Ach, der Kochtopf ist voller übelriechender Melodor-Fischsuppe. Auch gesperrt, okay. Dann schauen wir mal in das Dorf rein. New Brightwater. Dieser kleine Küstenort hatte früher einen Ruf als Schmugglernest, aber unter der Herrschaft von Königin Ludwika ist das Dorf aufgeblüht und Schmuggel ist nicht mehr nötig. Seit die Angriffe begannen, war das Dorf auf den Schutz von Illuminas Heer angewiesen. Es hat Flüchtlinge aus dem Umland und sogar aus Shadanimo aufgenommen. Sieht hübsch aus hier. Versucht in Städten bei ein paar Schmieden vorbeizuschauen. Schmieden können eure Waffen und Rüstungen verstärken. Willkommen in New Brightwater. Mögen die Götter mit euch sein. Das ist aber nett. Wer seid ihr? Ich bin hier Küster. Seht euch ruhig um. Also Leute, so die Glocken. Was für eine Kirche ist das? Wir verehren Tetsu, aber die Gemeinde schrumpft. Na sowas. Irgendwelche neuen Gesichter im Dorf? Die Prinzessin wohnt in unserem kleinen Dorf. Wir haben echt Glück. Mit einem interessanten Akzent. Barry Stapleton. Seine Leiche wurde nie gefunden. Interessant. Temple Fringson. Ich sagte doch, dass ich krank bin. Ach, ich mag solche lustigen. Hier liegt unser Kater Mau Mau. Er war doch nicht so dehnbar, wie wir dachten. Ja, wie gesagt, ich mag solche lustigen Grabinschriften. Halt, was war hier? Nach oben. Stufen zum Friedhof. Nach unten. Dorfplatz. Hey, Fremder!
Ihr scheint euch verirrt zu haben. Für ein paar Gulden zeige ich euch das Dorf. Wie wär's? Nö, das schaffe ich schon selber. Auf Wiedersehen. Ich hab schon 54 Gulden. Olofpelz mitgenommen. Okay. In Ordnung, Kim. Ich bin Gobbit, Schmied und Lieferant der Reichen und Schönen. Was für Arbeiten macht ihr denn? Ich halte die Tradition des Runenschmiedens am Leben. Ich kann jede eurer Waffen 10-fach besser machen. Meine Qualität ist nicht zu schlagen. Das klingt doch gar nicht schlecht. Schauen wir mal rein. Unser Mojo. Was gibt's denn da so schönes? Scharfe Schneide erhöht den Schaden. Herztreffer. Erhöht kritischen Schaden. Gibt Leben wieder. Gibt FP wieder. Bietet die Chance, positive Zauber zu bannen. Das ist auch cool. Ich würde mal sagen, wir nehmen das hier. Wir nehmen nochmal scharfe Schneide. Mehr Schaden. Das ist doch gut. Können wir noch was machen? Ja, wir können die Rüstung verstärken. Was gibt's hier denn Schönes? Gegengift. Wir fliegen Vergiftungen geschützt. Würde ich mal das hier... Oh, ich habe nicht genug. Schade. Naja. Okay. Dann vielleicht das nächste Mal. Aber jetzt haben wir schon mal eine stärkere Waffe. Sehr gut. Gulden im Brunnen. Das ist aber nett. Eine Kiste mit frischem Brightwater Silberlachs. Dies ist eine seltene Delikatesse, der selbst bei den und Gulasch Gelagen des Adels serviert wird. Ach, ich finde, die haben die Stimmung hier wirklich richtig gut eingefangen. Schön hell. Musik passt super dazu. Bei Denzi übernachtet jemand aus der König. Okay, gucke ich erstmal dahin. Ich glaube, die reden jetzt alle nur davon, dass die jetzt die Prinzessin hier rumgeistert. Die war ja in dem blauen Haus hier, oder? Hallo? Ist Prinzessin Eilish hier? Ich soll sie nach Hause bringen. Die Prinzessin? Viel Glück. Sie ist so schlecht gelaunt, dass sie schon kurz nach unserer Ankunft wütend zum Leuchtturm gestürmt ist. Okay, also zum Leuchtturm. Gibt's hier noch irgendwas? Ein Bild von Yemi. Anscheinend schon ein paar Jahre alt. Ja, man sieht einen kleinen Unterschied. Aber weiter gibt's erstmal. Okay, also zum Leuchtturm sollen wir. Danach können wir uns noch ein wenig im Dorf umschauen. Oh, da ist er ja. Das ist aber ein reizendes Gewand. Verzeihung. Eure Hoheit? Ja. Oh, hallo. General Alos Sohn Tal. Stimmt's? Nenn mich Eilish. Ja, eure Hoheit. Ein Glück, dass es euch gut geht. Ich soll euch nach Hause bringen. Es gab in der Nähe einen Zwischenfall mit den Aklorion und... Gut, gehen wir. Ich wollte von Anfang an nicht in dieses verschlafene Nest. Außerdem soll ich dabei sein, wenn Elko seinen Kristallturm einschaltet. Kennst du Elko? Den Wissenschaftsbeauftragten? Ja, eure Hoheit. Elko hat sehr geholfen, als ich damals nach Illumina kam. Du solltest mich doch Eilish nennen. Komm, gehen wir, bevor wir hier noch völlig versauern. Ja, Prinz... Ich meine, Eilish. Ah, neuer Auftrag. Dürfen die nette Dame hier spielen?
Sieht doch ganz nett aus. Könnte mir durchaus vorstellen, dass da einige Leute auf die Idee kommen würden, sowas zu cosplayen. Zumal ja gerade Buchmesse hier ist. Ich schau mal, was die so Hübsches kann und hat. Auftragstagebuch. Eskorte für eilig. Bring sie zurück nach Hause. Okay. Was gibt's hier noch weiter? Rüstung. Seitengewand. Als Rüstung würde ich das vielleicht nicht betrachten. Aber egal. Dieses edle Gewand aus feinster verzauberter Seide könnte sich nur eine Prinzessin leisten. Was hat die für Waffen? Ja, aber lustige Geräusche. Königliches Zepter. Eine Schnellschusswaffe, die bei jedem Schuss etwas Schaden verursacht. Da ihre Mutter, Kaiserin Typhion, ihr das ursprüngliche königliche Zepter Lymnas verweigert, schuf Lusica für sich bei ihrer Krönung ihr eigenes Zepter, so wie dieses hier für Eilish. Okay. Xurix Schockstab. Eine wirkungsvolle Waffe für den Nahkampf, die immer ein paar Sekunden braucht, bis sie neu geladen ist. Dieser Stab verwendet reine Magie, daher ist er oft etwas unberechenbar und sendet unterschiedliche starke Stromstöße in alle Richtungen. Okay, was hat die für Fähigkeiten? Kuss der Hexe. Heilt alle Gruppenmitglieder. Cool. Feuerkugel. Schleudert einen Feuerball, der beim Ausschlag explodiert. Das klingt doch ganz spaßig. Einen wunderbaren Ausblick auf nix. Okay. Hier ist schon wieder so ein Steinkreis, wie bei dem Hof, wo wir letztens waren. Habt ihr gehört, dass noch ein Schiff weiter unten an der Küste gesunken ist? Wertvolle Fracht wird jetzt am Strand angespült. Ist aber gut. Was für Fracht? Die Ironie des Schicksals. Das Schiff transportierte die neue Kristalllampe für meinen Leuchtturm. Angeblich waren viele teure Sachen an Bord. Ist aber schick. Ich könnte versuchen, eure Kristalllampe zu finden. Ich wäre sehr dankbar. Ich glaube, der halbe Ort hatte etwas auf dem Schiff. Also wäre es sinnvoll, andere nach ihren vermissten Gütern zu fragen. Also ich finde es wirklich beeindruckend, wie der mit der Pfeife im Mund so treten kann. Auf Wiedersehen. Hat doch mal am Strand gefundene Schätze behalten? Und ob? Ich würde einfach mal am Strand außerhalb des Dorfes suchen. Wer Strand gut findet, darf es nach dem Seerecht behalten. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir schauen uns nochmal im Dorf vorbei. Und wer da noch so Zeug sucht. Vielleicht können wir da noch einiges bekommen dafür. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und vielleicht sind jetzt noch mehr Zuschauer dabei, wenn man hier im Laufen so einen hübschen Hintern schauen kann. Naja. Jedenfalls, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.